Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier auf Bergling. Natürlich erstmal wieder los und lassen unsere Drachen natürlich erstmal neu losflattern, sammeln die Materialien ein und kümmern uns anschließend um die wichtigen Sachen hier auf Berg. Also wie gesagt, ich denke, wir haben eine ganze Menge zu tun, checken hier auf jeden Fall gleich alles mal gemeinsam ab. Aber wie gesagt, erstmal sind die Drachen dran, die hier natürlich für uns die wichtigen Materialien nach Hause holen. Ich meine, die müssen natürlich erstmal wieder versorgt werden, müssen erstmal wieder losflattern. Da sehe ich auch gerade, können wir gleich mal abchecken, was Walker da gemacht hat, ob sie gefunzt hat oder nicht, werden wir auch gleich wissen. So, unser Muffel braucht noch ein bisschen, der ist noch 4 Stunden unterwegs. Ich würde sagen, wir checken hier drüben erstmal die reisenden Drachen. Da sehen wir natürlich, ja, 3 sind zurück, einer braucht noch ein bisschen, und zwar unser Snoggletalk Kotz und Wirk ist noch on Tour. Von daher würde ich sagen, fangen wir einfach mal hier oben bei unserem Sturmpfeil an, schicken den erstmal los für 3 Stunden 35 Minuten, machen dann gleich mal hier weiter, checken hier auch gleich mal die Lage, was gibt es, ein Zahnrad, gut, okay, und dann hoffen wir einfach mal, dass wir da eventuell die Gegenstände bekommen. Was haben wir hier, Gronkel oder erschütternder Rüttler, da gehen wir auf den Rüttler und hoffen auf alle Fälle, dass wir hier die 450 Runen bekommen, geil Wert auf jeden Fall. So was hat Johann für uns erstmal nicht so wirklich was, also nur für Runen, von daher kann er seinen Stuff wieder mal behalten. Dann würde ich sagen, checken wir erstmal unseren ohne Zahn, ich hoffe, der kann die Sammlung weiter vervollständigen. Jo, so sieht's aus, dann sagen wir hier erstmal nein, danke. Und gehen erstmal nochmal auf die Sammlung. Ich würde sagen, machen wir hier gleich mal weiter. Lassen den für eine Stunde 45 Minuten gleich nochmal losflattern. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Uns überraschen lassen, was da am Ende so geht. So, was haben wir dann? Wir haben den Immerflügler. Der ist natürlich auch zurück. Da würde ich sagen, sammeln wir hier den Gegenstand erstmal wieder ein. Und checken anschließend natürlich gleich mal den Grüntod. Wie sieht es hier aus? Hier sieht so erstmal gut aus. Würde ich sagen, schicken wir den für 8 Stunden gleich nochmal los und checken jetzt so erstmal unser Mysterium-Paket. Was haben wir hier? Was hier bekommen war? 6-mal den wahnsinnigen Zipper, 5-mal den Funkenhüstler, 1-mal den Elite-Knochenräuber. Okay. War das jetzt der Knochenräuber? Weiß ich nicht. So, dann haben wir das natürlich hoch erledigt. Dann sieht es hier soweit relativ nice aus auf Berg. Ich würde sagen, wir checken erstmal die Akademie, aber ich glaube, da sind noch 3 Drachen drin. Bei Walka ist natürlich alles wieder Paletti. Das heißt natürlich, da müssen wir auf alle Fälle noch einen Drachen hinschicken. Ich würde sagen, wir nehmen den Zahnmeister, schicken den für 12 Stunden nochmal los. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Ich würde sagen, das ist erstmal das Sinnvollste. Schicken wir den, wie ihr sagt, erstmal los, checken hier erstmal unser Bruthaus und öffnen den Drachen hier natürlich. Wen haben wir hier? Seht ihr selbst, das ist der Sturmschneid. Den schmeißen wir auch erstmal in unseren Hangar. Oh, den müssen wir erstmal ausbauen. Gut, okay. Hm, 1000 Runen würde es kosten. Ich glaube aber, das wäre eigentlich sinnvoll, das zu machen. Ich weiß nicht, was macht ihr? Würdet ihr den Hangar ausbauen oder würdet ihr sagen, nö, schmeiß lieber ein paar Drachen raus? Ich sag, also ganz ehrlich, wie ihr sagt, was ist eure Meinung? Wie weit habt ihr euren vielleicht schon ausgebaut? Wie viele Drachen haben bei euch im Hangar Platz? Also wie ihr sagt, schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wäre ein richtig cooles Ding von euch. So, dann haben wir das eigentlich auch erstmal erledigt. Hier müssen wir uns erstmal noch was überlegen, was machen wir? Wie ihr sagt, mit unserem Hangar bauen wir ihn aus oder lassen wir es sein. Also wie ihr sagt, ich grübel da noch ein bisschen. Aber wie ihr sagt, jetzt würde ich sagen, konzentrieren wir uns erstmal hier auf den nächsten Kampf in der Keilerei. Sammeln natürlich erstmal hier diese 3-Stunden-Paket ein. Nehmen hier alles mit und gehen dann, wie ihr sagt, erstmal in eine Keilerei gucken, was hier so geht, ob wir den nächsten Gegner eventuell so ja platt machen können oder nicht. Aber ich denke, es sieht eigentlich ja nicht so verkehrt aus. Außerdem würde ich gerne mal von euch wissen, was ihr zu meinem neuen Team so sagt. Also wie findet ihr es? Sagt er ja cool oder sagt er naja, so cool ist es dann doch nicht. Nehmt lieber den, den oder den mit. Also wie ihr sagt, würde mich auch mal interessieren. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Wäre ein richtig fettes Ding von euch. So, wie ihr sagt, jetzt müssen wir uns auf den Kampf konzentrieren. Müssen natürlich gucken, was der Gegner macht, wie er agiert. Aber erstmal fängt er relativ gut an für uns persönlich. Also wir gehen erstmal nur auf ihn. Auf den stärksten, würde ich sagen.
So, alles klar, was macht der Gegner? Oh, wir sind dran, ne? Da würde ich sagen, greifen wir gleich mal an. Ziehen dem Gegner erstmal ein bisschen was ab und machen uns natürlich erstmal wieder ein bisschen gesund. Da würde ich sagen, sieht es erstmal gut aus. Was macht der Gegner jetzt? Oha, der wird erstmal unsere Spezialattacken blockieren. Alles klar, wissen wir Bescheid. Aber ich denke, das kann ja nicht so verkehrt für uns sein. Wir machen erstmal den ersten weg und konzentrieren uns dann auf die anderen Beine, die wir hier noch vor der Brust haben. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den erschütternden Rüttler und probieren den natürlich schnellstmöglich hier irgendwie auszuschalten. So, wir sind dran, kloppen den erstmal weg und haben dann natürlich nur noch einen Gegner vor der Brust. Müssen jetzt natürlich gucken, was macht der. Ich glaube, der könnte uns ja komplett wegkloppen, wenn wir Pech haben. Oha, oha, oha. Jetzt hat er uns auf jeden Fall eiskalt erwischt. Also ich muss sagen, jetzt kloppt er uns ja noch weg. Ist auf jeden Fall monstermäßig dumm für uns gelaufen. Wir könnten natürlich höchstens hier unsere Spezialattacke nochmal raushauen. Aber ich meine, im Endeffekt wird es da nicht so wirklich was für uns. Der kloppt uns weg. Wir sind am Arsch. Ist auf jeden Fall dumm gelaufen. Also wie gesagt, das war natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Ich hoffe, das wird hier im nächsten Kampf eventuell ein bisschen besser machen können. Ich würde sagen, wir probieren es gleich nochmal aus und checken einfach mal ab, was der Gegner jetzt zu unserem Team sozusagen hat. Naja, jetzt müssen wir das eigentlich packen. Na gut, habe ich vorher auch gesagt, dass wir eine reelle Chance haben. Aber wie gesagt, vorher haben wir abgekackt. Jetzt hoffe ich, machen wir es eventuell ein bisschen besser. Wir gehen auf jeden Fall nochmal auf den in der Mitte. Greifen den natürlich erstmal an und gucken natürlich, wie der Gegner hier agiert. Der zieht uns natürlich erstmal allen ein bisschen was ab. Vielleicht habe ich im letzten Kampf vielleicht um die Spezialattacke nicht richtig eingesetzt, hätte vielleicht das anders irgendwie machen sollen. Wie gesagt, ich weiß es nicht, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran feilen, aber ich denke, wir kriegen es auf jeden Fall in der nächsten Zeit relativ gut hin, das hier irgendwie zu verbessern. Also ich hoffe jedenfalls. So, was machen wir? Wir machen uns noch nicht gesund, wir greifen erstmal an. Wenn nämlich mit meinem Dagos Grill die Spezialattacke rausholen, das wäre mir am liebsten. Oha, der hat gesessen. Der hat richtig gesessen. Alles klar, jetzt ist er auch noch weg. Jetzt können wir aber unseren Dagos Grill nehmen, können erstmal angreifen, ziehen dem Gegner so auf jeden Fall extrem viele Lebenspunkte ab und müssen jetzt natürlich gucken, wie wir weiter agieren. Ich würde sagen, wir greifen den natürlich erstmal nochmal an und gucken jetzt natürlich, wie es weitergeht. Was macht der Gegner? Wie agiert er? Okay, das ist erstmal gut für uns. So können wir natürlich erstmal nochmal rufgehen und kloppen den am Ende dann. So, ja, gleich mal weg. Haben den Sieg in der Tasche und müssen jetzt natürlich gucken, was das für ein Paket für uns gibt. Ich hoffe natürlich wieder mal ein 8-Stunden-Paket oder vielleicht ein 12-Stunden-Paket. Aber nee, ein 3-Stunden-Paket wird's am Ende nur. Von daher ist es wieder mal ein bisschen blöd für uns gelaufen. Aber naja, gut, okay. Können wir nicht ändern. Können wir einfach nichts gegen machen. Von daher würde ich sagen, werden wir das Paket hier erstmal anfangen freizuschalten und checken jetzt natürlich erstmal unser Häuptlingspaket ab. Was haben wir da? Was bekommen wir hier? 17 mal den Elite-Knochenräuber, okay. 16 mal den Elite-Gronkel, alles klar, das war's. Wissen wir Bescheid, haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was mit dazu bekommen. Von daher bin ich da erstmal relativ mit zufrieden. So, aber wie gesagt, mehr können wir nicht so wirklich tun. Haben wir erstmal soweit alles erledigt. Könnten höchstens hier nochmal die Lage checken. Das werden wir natürlich auch erstmal in Angriff nehmen. Drehen hier einfach mal am Rad und gucken, ob es funzt. Aber wie ihr seht, wird's wieder mal nichts. Haben wir auf jeden Fall wieder mal extrem viel Pech gehabt. Und zwar haben wir jetzt extrem viel Pech gehabt. Ich will mal kurz was ausprobieren. Und zwar kann ich euch das nur raten. Macht das Spiel einfach nochmal zu. Macht das nochmal auf. Ey, war das eine bittere Sache. Ich hoffe, das funzt, aber eigentlich müsste das funzen, wenn mich nicht alle täuscht. Wir probieren es einfach nochmal aus und gucken einfach, was so geht, ob es am Ende reicht oder nicht oder ob wir Pech gehabt haben und alles verschenkt haben. Also wie gesagt, gucken wir uns gleich mal an, aber ich denke,
Eigentlich müsste Funzen, erstmal haben wir unsere Materialien noch, das seht ihr selbst. Da würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal nach, welche Drachen wir eventuell ein bisschen pimpen können. Haben wir hier eventuell welche mit am Start, die noch ein bisschen Fisch vertragen können oder eventuell auch nicht. Den könnten wir pimpen, gut, okay. Aber ich würde natürlich lieber ihn pimpen, bei dem mit sich dann, wie sieht's hier aus? Ah, der ist noch nicht zurück, das ist natürlich bitter. Ah, dann würde ich sagen, werden wir den Windstürmer erstmal pimpen. So, kloppen den erstmal hoch bis auf Level Nummer 84, schicken den erstmal mal los, dann würde ich sagen, schnappen wir uns gleich mal hier den Knochenstreifer. Drehen ihn einfach nochmal am Rad und sammeln jetzt die Materialien ein. Ich denke, jetzt wird es auf jeden Fall wieder 200 Mille Fisch sein. So ist es. Jetzt können wir es einsammeln, haben wir es auf alle Fälle mit am Start. Von daher haben wir, wie gesagt, nichts verschenkt. Ich denke, das war eine relativ wichtige Sache. Also, ich weiß ja nicht, wusstet ihr selbst vorher schon oder eventuell auch nicht. Also könnt ihr mal eine Kommentare schreiben. Dann schicken wir den auf jeden Fall nochmal los. Material sammeln müssten dafür aber auf alle Fälle mal einen anderen zurückziehen. Dann lassen wir den erstmal zu Hause und lassen sie ihn dann erstmal wieder ein bisschen Fisch sammeln. Dann denke ich, sind wir erstmal durch. Haben erstmal soweit alles erledigt. Müssen jetzt natürlich warten und gucken, was wir, wie gesagt, noch so tun. Aber wie gesagt, wissen wollen würde ich natürlich sehr, sehr gerne, wie viele Plätze ihr hier in eurem Hangar habt. Ich habe, wie gesagt, 90 Stück. Überlege gerade, ob ich hier nochmal 1000 Runen investiere, um weitere 10 Hangarplätze zu bekommen. Was sagt ihr? Soll ich's machen? Soll ich's lassen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wäre ein richtig cooles Ding von euch. Wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.